kriegst du. Dann würfel ich eine Probe für Hasswolf. Die ist noch gelungen. Und ich würfel 1, 2, 3, 4, 5. Die bekommen alle einfach nur einen W20. Und einer der 5 verschwindet. Ein Maraskaner, der nicht wieder auftaucht. Aber hätte nicht das Pirat sein können. Nein, das ist nicht der Pirat. Der Pirat hat sein Messer im Mund und grinst sich dann aus seinen verfaulten schwarzen Zähnen an, als du dann wieder nach oben kommst. Hey, Bruder! Und kannst dich umgucken, es gibt hier tatsächlich eine kleine Luftluke, die so ein bisschen eingeschlossen hat. Und wenn du dich umblickst, alles ist irgendwie umgeworfen. Der Tisch, die Logbücher sind wohl verschlossen gewesen, hoffst du. Zumindest siehst du keine treibenden Papierleichen auf dem Wasser, auf der Oberfläche hier. Und es ist alles ein bisschen enger. Umgestürzte Rüstung, die du auch erkennen kannst. Und noch ein Stuhl. Ein Balken, der da wohl auch irgendwie verrutscht ist und dann die Tür auch blockiert hat. Und du kannst erkennen, wie in einer der Ecken auf ein... Es ist wohl ein Metallteil, was sich von der anderen Seite durch die Bordwand gebohrt hat und ihn aufgespießt hat. Ein Maraskaner mit dessen Hand eine Waffe verschmolzen ist. Du kannst es direkt erkennen. Er besitzt eine Parda-Klaue, beziehungsweise es ist so eine Nahkampfwaffe, die allerdings irgendwie mit Blut und Fleisch mit seiner Hand verschmolzen ist, sodass er sie nicht ablegen kann. Das ist eine Orchidee. Zuckt er noch irgendwie? Oder blutet er noch aktiv? Er blutet und zuckt nicht. Du weißt nicht, ob er tot ist. Hey, Hasswolf. Ja, ich da drüben. Abenteuer. Schau dir den an. Soll ich mir den ansehen? Wollen wir sicher gehen, dass er tot geht, ist es? Oder wollen wir ihn mit aufs Schiff nehmen? Deine Entscheidung. Ich würde ihn jetzt umbringen. Ja, er ist nur unnötiger Ballast. Töte ihn, ich schaue nach den Logbüchern. Töte du ihn, ich schaue nach den Logbüchern. Du kannst Befehle wirklich nicht befolgen, was? Wer ist länger auf dem Schiff, hä? Bring ihn jetzt um. Ich guck mal die Tun hier an. Hey, darf ich ihn aufschneiden? Ja, den Pirat lasse ich einfach außer Acht und schwimme mit zwei. Hey, kommt jemand, lass mich mal. Zu ihm. Wenn du meinst, du hast es drauf, dann komm, mach. Ja, er schwimmt ebenso dazu. Und du stehst vor jemandem in einer Plattenrüstung, maraskanisch, könnte ein Templer sein. Viel hast du mit den Maraskanis nicht wirklich gemacht, aber blutunterlaufene Augen und du siehst wohl, dass die schwarze glänzende Klinge auch noch so einen Blutstein eingearbeitet hat, der so ein bisschen rot pulsiert. Und als der Pirat neben dir auftaucht und der dich so ein bisschen angrinst, mit seinem Dolch spielt und sich da so ein bisschen dann den Schmutz von seinen Fingernägeln wegmacht und dann so ein bisschen in Richtung, er deutet so einen Kehlenschnitt an bei sich selbst und blickt dann wieder auf diesen Paktierer, diesen Kapitän und würfel mal eine Initiative. Ja, ich weiß, warum ich den Piraten doch gelassen habe, davor zu gehen. So, Initiative. Sechs, dann bin ich schneller. Du siehst, wie die Pantherklaue nach vorne zuckt. Die Orchidee bohrt sich in den Leib des überraschten Piraten, der gar nicht verstanden hat, was passiert. Er guckt nach unten, guckt zu dir, guckt zu dem Kapitän, wieder nach unten zu seinem Bauch. Du siehst, wie es gedreht wird, Fleisch, was verschoben wird und es sprudelt blutrot. Als dann der Blutstein in der Orchidee weiter pulsiert, schneller wird und sich diese Augen des Kapitäns rot, blutunterlaufen und geädert auf dich fixieren. Er lebt noch! Ja, dann will ich mal meinen Dolch ziehen und ihn mit voller Wucht in den Kopf schlagen, bevor er sich da befreien kann. Okay, er würfelt eine Parade. Du kannst gerne einen Angriff würfeln. Ja. Pergin Paderklaue. Ich mach da eine 5er Wuchtansage mit rein. Eine 8er Wuchtansage. 8er Wucht. 8er Wucht. Mhm, getroffen. Ich kann das im Prinzip ganz normal parieren. Oh Gott. Ja, Pergin hat keinen Schicksalspunkt.
Ja, der macht halt keine Gefangenen. Ist aber nicht bestätigt. Je nachdem, ob er Kampf unter Wasser hat. Oder hat Kampf. Er, ja, hat er natürlich. Okay, ja. Gut, dann mache ich den Schaden. Es ist nur ein Langdolch. Ja, mit 8 Wucht. Autsch! 18 Schaden. Hey, warte! Man kann mit Dolchen keine Wuchtansage machen. Es ist gerade. Doch. Ach, okay. Ja, genau. Gerade ich, und, genau, ja. Ich vergesse das immer. Ja, ja. Also, das kann ja selbst ich. Hey, so, hey. Trefferzone ist Bein. Ich war noch erschreckt, Diamantis war erschreckt darüber, dass er doch noch versucht hat, mit der Klinge, wo der Pirat noch dran hängt, in seine Richtung zu ziehen und den Dolch zu parieren und entscheidet sich dann während des Schlages doch nach unten zu schlagen und trifft seinen Oberschenkel und versetzt ihn einen tiefen Schnitt. Das war deine Aktion. Du hattest prinzipiell noch eine, ne? Ja, scheint der darauf aufzuschreien. Wahrscheinlich habe ihm das nicht den Rest gegeben. Das, ne? Hat ihm nicht den Rest gegeben, nein. Nein, dann ziehe ich den Dolch raus und versuche ebenfalls nochmal genauso wuchtig, also nochmal 8er Wuchtansage. Ja, ich habe keine Erschwernis, weil ich keine Ansage hatte. Ich mache mal eine Meisterparade. Meisterparade 4. Hast du noch eine Aktion? Du hast einmal angegriffen, nee, einmal pariert. Ja, eigentlich habe ich in Aktion 0 habe ich eigentlich angegriffen. So, ich würfel den Angriff dennoch einmal neu. Und das ist dann dennoch nicht gelungen. Bin da plus 12, ne? Plus 12, genau. Ja, ich sag einfach mal, dass ich in Aktion 0 angegriffen habe und dann dementsprechend noch meine 2 Paraden habe. Beziehungsweise er hat auch beidhändiger Kampf. Und wenn er jetzt noch eine zweite Waffe, zum Beispiel den Dolch des Piraten, greifen würde, dann ist er beidhändig kämpfend. Ja, du musst nicht parieren, denn ich habe den Angriff nicht geschafft. Mhm, du hast recht. Und somit geht die Meisterparade auch nicht durch. Alles klar. Dann greife ich jetzt tatsächlich mal mit einer freien Aktion nach dem Dolch des Piraten. Damit gilt eben für mich beidhändiger Kampf 2. Auch wenn ich die nicht benutzen muss, aber ja, einfach, dass ich die Orchidee dann benutzen kann. Er fuhrwerkt in dem Bauch des Piraten weiter herum, der dann zusammenbricht und der Blutstein weiter aktiviert wird. Und wir gehen in die zweite Kampfrunde. Jeder hat wieder seine vollen Aktionen. Du musst ansagen. Ja, ich muss ansagen. Dass du bekommst, weil solche Dinge nicht auf selber Waffentalent führbar sind. Ich möchte mich zurückkämpfen. Aus seiner Reichweite. Mhm. Er ist da immer noch dran gepinnt und sollte dementsprechend nicht hinterherkommen. Ja. Ich glaube, das ist eine Attacke plus 6 oder wie auch immer. Ich würfel ja, stopp, auf jeden Fall. Stopp. Ich möchte dich erstmal entwaffnen. Okay. Entwaffnen ist eine plus 8, ne? Plus ja, 8, genau. 17, nicht geschafft. Ja, er versucht nach mir zu schlagen, würde es auch schaffen, wenn ich nicht genau in dem Augenblick mit 2 kräftigen Schüben mich nach hinten drücken würde und somit außer seiner Reichweite kommen. Hass Wolf, ich könnte hier Hilfe gebrauchen. Ich sehe es, komm gleich. Bring ihn halt um. Ja, und aus seiner Reichweite raus orientiere ich mich einmal. Um von der 21 auf die 23 zu steigen. Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied macht. Wahrscheinlich eher nicht. Du kannst sehen, wie es zweimal pflockt und die Maraskane haben wohl irgendwelche Blasröhrchen aus ihren Versteckmöglichkeiten gezogen. Du wusstest nicht mal, dass sie noch Blasröhrchen dabei hatten. Das ist eigentlich illegal. Jetzt bist du zwar froh, dass sie welche dabei haben, aber sie haben beide nicht getroffen. Ja, ich ziehe mein anderen Dolch mit meiner linken Hand und jetzt mit 2 Dolchen in der Hand schwimme ich wieder auf ihn zu, um den Kampf weiter zu bestreiten. Okay, er hatte eine Aktion benutzt, 2 hat er noch. Er versucht einmal sich zu befreien, dafür würfel ich mal eine Konstitutionsprobe. 12 ist gelungen. Damit zieht er sich über dieses Metallteil rüber, sodass es dann mit einem weiteren Flatschen von ihm abfällt und noch weiter in der Wand steckt, aber er ist dann eben befreit und würde dann sonst weiter parieren, falls du ihn angreifst. Ja, kann ich diese Aktion nicht mehr? Ich habe mich einmal zurückgekämpft und einmal orientiert. Gut. Er hat die 6 gewürfelt, er muss sich nicht orientieren, er verhöhnt dich. Und leckt sich einmal mit seiner Orchidee bedutend, wie sie ist, über die Zunge. Dabei schneidet er sich zwar, aber das scheint ihn nicht zu interessieren.
seine blutrinkende Waffe. Die LEP bekommt er direkt wieder. Nächste Aktion. Nächste Kampfrunde. Er greift dich an. Dreimal. Super. Dann werde ich die ersten zwei parieren und vor seiner dritten Attacke werde ich dann einmal angreifen. Ich muss gerade gucken. Ich habe immer noch eine Erschwernis von 4 Punkten auf den ersten. 3, 18, 8. Zweimal getroffen. Zweimal getroffen? Okay, dann pariere ich ihn zweimal und greife da dann nochmal an, denn jetzt kämpfe ich mit Paradewaffe. Er hat sich mir keine Erschwernis angesagt, keine Finte. Deswegen sage ich erstens ein 5er Binden an. 6er Binden, denn ich habe noch eine Erleichterung durch meine hohe Initiative auf Parade. Das ist das erste Mal geschafft. Das zweite Mal sage ich dann ein 12er Binden an. Und mit der dritten Aktion greife ich an. Damit habe ich eine 12er Erleichterung und die packe ich auch in. Würde ich gerne in Wucht packen, kann ich aber nicht, da ich diesmal mit Dolchen angreife. Deswegen sage ich noch eine 12er Finte an. Und das ist mir nicht gelungen. Wow, okay, nevermind. Das ist dir nicht gelungen, das ist jetzt eine Erschwernis von. Oh. Ach, für was hat man denn den Schicksalspunkt? Eigentlich wäre das eine 12er Erschwernis. Hast du den schon wieder bekommen, den Schicksalspunkt? Ja, genau jetzt. Letzte Woche. Letzte Woche, ne? Also, letzte war die letzte, in der er nicht hatte. Kannst du ihn wieder neu verbrennen. Genau so ist es. Verbrennen will ich den nicht. Ich setze den zumindest erstmal ein. Und damit ist es gelungen. Dann darf er eine Parade um 24 erschwert machen. 12 durch Binden und 12 durch die Finte. Er hat keine Aktion mehr. Außerdem kriegt. Oh, dann ist egal. Wow, okay. Dann. Du hast vollkommen recht. Das sind 11 Schaden. Wieder ins rechte Bein. Denn Diamantis denkt, wenn er die ganze Zeit auf dieselbe Stelle schrill liegt, dann wird er schon irgendeinen Fleck haben. Was dir auffällt ist, er blutet zwar, aber er hat nicht einmal gezuckt. Er hat keinen Wundschmerz. Der wurde aufgehoben. Okay, das ist einschüchternd. Sehr froh, dass er keinen Kammertieb kann. Also du hast auch beim ersten Stich schon, hast du irgendwie sein Bein getroffen, hast hochgezogen, du siehst eben, wie die Ader aus ihm rausblutet. Er scheint es nicht einmal zu bemerken. Wie er gerade ausblutet wie ein ekelhaftes Schwein. Und damit nächste Kampfrunde. Finte 4. Warte mal, was hast du für eine Parade? Ich habe eine gesehen, ne? Effektive 24. Parade von 25 durch die eine Erleichterung. Oh, Finte 10, Kamortieb. Du denkst dran, dass du eine 2er Erschwernis bekommst, ja? Ja, okay. Ich muss einfach tief würfeln. Weil du zwei Waffen ungleicher Art in damit habe ich es genau geschafft. Mit der 2er Erschwernis? Ja. Das glaubst du doch wohl selber nicht. Ich würfel trotzdem mal den Schaden. Ach nee, das ist, ich würfel einen und der wird verdreifacht. Ich muss gerade gucken, was seine Paderklaue für den Schaden macht. Nur plus 3. Also 6 mal 3 sind 18 TP, die da auf deine Waffe prasseln und deinen Dolch umlenken. Und das einfach so. Also du spürst, wie er sich irgendwie auch einmal auf die Zähne beißt, Blut sprudelt aus seinen Zähnen, der knurrt noch irgendwas. Come on! Und dann kommt eine unglaubliche Wucht auf dich eingeprescht. Das war seine erste Aktion. Ich sehe da wenig Möglichkeit, allein gegen den fertig zu werden. Deswegen werde ich ausschließlich auf die Parade gehen. Außer ich kriege mal eine Angriffsaktion durch, weil ihm eine Parade misslingt. Hoffe dann auf meine Mitkameraden Maraskana und Hasswolf, die ich mitgenommen habe. Ja, schauen wir mal. Ein weiteres Blasrohr, was geschossen wird. 12. Trifft. Jetzt ist natürlich wichtig, er hat natürlich einen Rüstungsschutz. Und sein Rüstungsschutz ist Plattenrüstung. Hier ist sogar ein Wundschmerz von 8 angegeben, aber er ist trotzdem immun. Toll. Ja, reicht nicht. Also das Blasröhrchen trifft ihn, prallt gegen die Rüstung, beziehungsweise den Helm, den er dann irgendwie noch trägt, und bleibt doch dort stecken. Hasswolf
zieht mittlerweile dann auch seine Skraja, die dabei hat, und humpelt dann mit seinem Holzbein durch das Kapitänsdeck auf euch zu. Aber er ist erst nächste Kampfrunde da. Es prasseln weitere Finden 4. Kamotip auf dich ein, er hat noch Ausdauer. Bitte 4. Ich würfel erstmal den ersten. Mit der 2er Schwernis ist das nicht gelungen. Oh, okay. Und dritte Aktion? Er könnte ja noch wieder aus dem BHK rausgehen. Oder? Stimmt, könnte ich auch machen. Er macht trotzdem noch die dritte Aktion und macht einen normalen Angriff. 5. Jetzt treffe ich natürlich. Normalen Angriff? Okay. Das ist normaler Angriff, kein Kamotip. Dann sage ich ein Binden 8 an. Und dann darf er Schaden machen. Ja, sind leider nur wieder 7. Aber 7 sieben blutrinkend. Musst du selber auswürfeln. Ich würfel schnell aus. Ja. Auch. Das ist für mich eigentlich eine gute Trefferzone. 4. Da kommen 3 Schaden durch. Das heißt, er heilt sich um dementsprechenden Betrag. Ja, gut. Gut, dann kommt jetzt Hasswolf an und er wird aus dem BHK rausgehen. Er lässt diesen schäbigen Piratendolch des Getöteten einfach fallen und hat nur noch 2 Aktionen mit seiner Orchidee und er möchte dich gerne aufschließen, bevor Hasswolf es tut. Zieht doch beides vor. Hasswolfs Initiative ist durch sein Holzbein einfach nicht so groß und macht noch Finte 4 Kamotip. Macht den ersten. 19. Toll. Möchtest du irgendwas tun? Ich würde eine Aktion-Position machen, um meine Parade-Schwernis auszubauen, abzubauen. Ja, stimmt. Und dann würde ich ihn weiterhin angreifen lassen. Gut. Hätte ich einfach so angegriffen, aber ich hätte trotzdem nicht getroffen. Ich habe noch eine Finte 4 Schwernis, dann nur ein normaler Angriff. Also normal mit Kamotip. Nur aber eben ohne die Finte. Ja, dann gehe ich wieder mit einem 6er Binden rein. 14. Gelungen. Ja, gelungen. Ja, dann hast du ihn gebunden und seine Aktionen sind durch. Hasswolf prügelt jetzt mit seiner Skraja von oben auf seinen Schädel und kann er deinen Binden nutzen für sich? Nein. Dann das geht leider Information nicht. Oder sowas haben? Information. Also eigentlich sollte das gehen, denn du bindest ja die Waffe, aber das Regelsystem sieht das nicht vor. Im Regelsystem, genau. Er hat sich ja keine Ansage oder sowas gegeben, keine Wucht oder sowas. Das mache ich nächstes Mal. Also mit der 19, 18 hat er getroffen, weil es keine Ansage war. Was an das Skraja? 1W6 plus 4? 1W6 plus 3. Ja, will jemand Schicksalspunkte für den Schaden ausgeben? Ich habe leider keinen mehr. Hab leider eben ausgegeben. Ja, komm, ich gebe meinen aus. Okay, dann würfel ich sogar beide neu nach. 5-1, wow. Besser. Okay, dann mache ich einmal eine 1 plus 4. 1 plus 4 sind 5 und 5 und 4 sind 9. Ja, der erste geht auf die Rüstung, der zweite macht 4 Schadenspunkte. Aber Hasswolf hat angefangen. Gut, nächste Kampfrunde. Möchtest du abwarten, was wir tun, oder möchtest du vorziehen? Ausdauer habe ich noch genug. Ich muss gerade mal schauen, wie viel Ausdauer der hat. Er hat zumindest viele Lebenspunkte. Du hast den Kamotil auch bisher noch nicht ausgewürfelt. Ne? Ja, er hat 50 Ausdauerpunkte und ja, er hat 45 Lebenspunkte, Normalzustand. Aber wenn er 10 Kamotiebe macht, ist er vielleicht so auf der Hälfte dann. Ja, ich mache jetzt nochmal einen Kamotieb, ganz geschmeidig. Du hast keine Erschwernis, ne? Habe ich eine Erschwernis? Ja, du hast eine Erschwernis von 6. Ja, normaler Kamotieb. 6 getroffen. Ja, ich sage ein 12er Binden an. Stacken wir das schön weiter hoch. Machst du einen Todesstoß oder sowas? Ähnlich. Ich habe leider keine einfach Stufe. 19. Das ist Punktlandung. Gerade so geschafft. Gut, dass ich keine Alles versaut. Gut, und dann ziehe ich gerade mal Hasswolf vor. Der macht jetzt 2 Wuchtschläge. Wuchtschlag 5. Beides getroffen. 5 und 4 sind wieder... Ne, warte mal. 5 und 4 sind 9.
und wieder die 1 sind 5 und diesmal aber 10 und 14. Sind das diesmal mehr Schaden? Hier 9. Und er kann noch einmal, er macht einen Kammerhieb gegen Hasswolf. Ja, da ziehe ich vor. Okay. Und nutze meine angesparten Punkte für einen gezielten Stich. Ich würfel mal, vielleicht müssen wir nicht berechnen. Müssen wir tatsächlich doch. Ich habe eine 12er Erleichterung. Der gezielte Stich gibt mir ein Erschwernis von 4. Und wenn seine Rüstung nicht mehr... Trefferzone aus. Ja, sollte eigentlich gelungen sein. Das ist 12 der Schwertarm. Diesmal nicht das Bein. Also, er trägt leichte Platte, Maskenhelm und Plattenzeug. Nach diesen Regeln, er ist 8. Er ist 8, also Erschwernis um 4, Maximalerschwernis von 8. Ich kann eine 12er Erleichterung mit reinnehmen und habe einen Punkt über meinen Wert. Damit ist der Angriff gelungen. Er kann entscheiden, sich das zu parieren, aber er hat ja seinen Kamotip. Er hat die Kamotip angesagt, ja. So. Macht leider eine höhere Initiative, aber das sehr wenig Schaden. Es sind 8 Schaden und wahrscheinlich die Autowunde, die er durchkriegen würde, ignoriert er. Oder kriegt genau. Er wahrscheinlich gar nicht, weil 8 Punkte zu wenig sind. Schmerz, den ignoriert er. Aber es sind 8 an der Rüstung vorbei. Das war's? Das war's. Gut, dann kommt jetzt der Kamotyp auf Hasswolf. Der hat zweimal angegriffen, der kann nicht mehr parieren. Getroffen. Und das Problem ist, er macht 2 plus 3 sind 5, sind 15 Schaden. Gib Hasswolf mal so eine Dreierrüstung, das sind 12 TP, die kriegt er aber wieder durch die Orchidee. Und damit bohrt sich seine Nahkampfwaffe auch wieder einmal höchstwahrscheinlich in den Bauch von Hasswolf, der mit einem erschrockenen Aufschrei einmal kämpft. Ich würfel nochmal 2 Blasrohre aus, die treffen wieder. Und... sie bleiben wieder in der Rüstung. Sollten diese Maraskaner nicht langsam mal merken, dass das nichts bringt? Oder? Tja, die Maraskaner... Übrigens, ihr denkt daran, dass nach jedem Karma-Typ eine KK-Probe fertig ist, aber ihr die Waffe behaltet? Das zählen. Ich glaube, der Diamantis kann sich da rauswinden, weil es ja technisch gesehen Handgemenge ist, aber... Also seine Waffe kann er gar nicht verlieren. Nee, ich glaube, der Getroffene die Waffe verliert. Ja. Hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich kann gerne, entweder wir machen das ab jetzt oder ich würfel nachträglich. Ja, also ich glaube, du bist jetzt da raus, weil du halt hier nicht über ein Waffentalent gehst, sondern über Raufen und entsprechend du eigentlich regeltechnisch keine Waffe führst. Mittlerweile gehe ich über ein Waffentalent. Oh, ja, dann... Dolche, ne? Genau, Dolche mit Parierwaffen. Dann musst du ab jetzt. Ja. Also erst Bruchfaktor, dann KK-Probe. Das sind ja keine Endurium-Dolche. Gut, aber ich würde sagen, an der Stelle können wir das, glaube ich, auch abbrechen, denn jetzt kommen auch die anderen Maraskaner, nachdem sie mit den Blasrohren keinen Erfolg hatten. Bewaffnet sind sie ja, das hätte ich dir ausgeben lassen. Und nach, es wird sehr lange dauern, aber ihr könnt Perigin Paderklaue in Überzahl totprügeln, auch wenn er sich sehr lange hält, euch viele Fleischwunden beibringt, immer mal wieder neues Blut trinkt und nach grob 5 Minuten des Hauens, des Hackens, seid ihr brutalst erschöpft. Und liegt vor einem Klumpen Fleisch mit dem abgeschlagenen Arm, an dem immer noch die Orchidee klemmt. Ja, ich packe mich mal auf die Hälfte meiner LP. Finde ich gut. Finde das passend. Scheiße, Hasswolf, geht's dir gut? Nein, es tut weh. Abenteuer. Ja, hast du die verdammten Logbücher gefunden? Liegen im Buch, ja. Brief. Ja. Siegel. Dann lass uns diesen verfluchten Ort endlich verlassen. Wird Zeit. Hoffen wir, der bleibt jetzt liegen. Während des Kampfes knurrte Perigin Paderklaue noch ein Spruch, der dir im Ohr hallt. Das Wesen der Welt ist Schmerz und ich bin der Schmerz. Und du versuchst noch irgendwie so ein bisschen so ein Stück vom Stuhl oder sowas kannst du dann abreißen. Ein Stück von der Polsterung kannst du es dann irgendwie um den Bauch oder so klemmen und dann mit einigen Zügen, wo ich den Maraskanern noch helfen, die natürlich ebenso ein bisschen schwer verletzt sind. Sie machen dann irgendwie so den Zeigefinger vor dem Mund nach dem Motto, sagt das mit den Blasrohren am besten nicht Abelmir oder Jalan, bleibt unter uns, zwinkern sie dir zu, Bruder, Schwester. Und so könnt ihr euch dann wieder an die Oberfläche retten, wo gerade die letzte Kiste mit dem Maraskan-Stahl nach oben gezogen wird.
Ich wäre in der Zwischenzeit mit den Informationen auch zu Jalan und Abelmir gegangen. Ich habe ihn befragt. Er war nicht besonders auskunftsfreudig, aber offenbar hat das Schiff eine Nachricht. Es könnte auch im übertragenen Sinne gemeint sein, von Belharion Manning nach Beilung überbringen sollen. Das ist nicht gut. Ach ja, und er ist ein Paktierer. Offensichtlicherweise. Ich habe ihm gesagt, dass wir keinen Streit mit Helmer Hafax haben, in der Hoffnung, dass er mir etwas mehr über den Inhalt dieser Nachricht erzählen würde. Und nun ja, habe ihn erstmal unter Deck verbringen lassen als Gefangenen. Hat Rafim ihn verhört? Noch nicht. Seit wann verhandeln wir mit Paktierern? Seit ihr angefangen habt, Pakte mit Helmer Hafax einzugehen. Außerdem habe ich nicht mit ihm verhandelt. Ich habe den Eindruck erweckt, dass er aus dieser Sache herauskommen könnte. Und ich hoffe, ihr habt ihm keine Versprechungen gegeben. Versprechungen gegenüber Paktierern sind null und nichtig. Und nein, ich habe ihm kein Versprechen gegeben. Ich spare mir die Predigt jetzt einfach mal, ja? Also haben wir einen gefährlichen Paktierer an Bord, mal wieder. Nicht das erste Mal. Ja. Auch wenn das Diamant bald rauskommt, wir können hier nicht länger bleiben. Nun, das hoffe ich auch. Er spricht von einem Pergin oder so. Habt ihr die anderen, die ihr herausgefischt habt, nach ihren Namen gefragt? Das war keiner mehr am Leben. Ich meine, der da hinten, aber der spricht nicht. Nun, dieser Pergin, also er scheint ihn für sehr viel gefährlicher als sich selbst zu halten. Und da er selbst ein Paktierer ist, nehme ich an, dass wir es mit einem Paktierer in einem höheren Kreis zu tun haben. Das Wichtige ist, hast du herausbekommen, was sie versenkt hat? Der Sturm, behauptet er. Aber ich habe Zweifel. Wenn es ein normaler Seemann gewesen wäre, dann hätte ich ihm jetzt in die Gedanken gucken können. Und ich will nicht sagen, es könnte eine Dämonenarche gewesen sein, aber es könnte eine Dämonenarche gewesen sein. Könnte alles Mögliche sein. Schauen wir einmal, was Diamantis herausbekommt. Vielleicht findet er noch etwas. Vielleicht findet er ja diese Nachricht, die sie überbringen sollten. Ansonsten müssen wir mit unserem unfreiwilligen Gast noch einmal sprechen. Nun, Hafax hängt auch irgendwie in der Sache mit drin. Er will, dass diese Botschaft überbracht wird. Denn auf meinen Vorschlag hin, dass wir ihn, wenn wir sehr gut gelaunt wären, eventuell in Mendena absetzen könnten, meinte er, Hafax würde wütend sein, aber er schien dem Vorschlag trotzdem nicht abgeneigt. Aber warum Beilung? Vielleicht haben sie dort einen Spion. Wir werden die Sache später beleuchten. Ich weiß nicht, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir von einem Blatt Pergament reden. Kann mir jetzt jemand verdammt nochmal eine Leiter runterwerfen? Haswulf, er ist wieder Teuer. Da. Bolt Nedja, wir haben Verletzte. Voltax, da ist die Leiter. Schmeiß sie runter. Okay. Ja, hier, bitte. Kommt, schnell. Die Haken für das Boot. Vorwärts, Männer. Was ist euch denn widerfahren? Ihr seht ja furchtbar aus. Halt die Fresse. Wir sind einem von einem Paktierer des jenseitigen Mordbrenners begegnet. Das war keine schöne Erfahrung. Er hat uns alle fast dezimiert. Wir haben zwei Leute verloren. Olnetja, es tut weh. Lange ist schon gelaufen. Passwolf hat es schwer erwischt. Oh, und ich habe alles verpasst. Ich kann mich auch darum kümmern, wenn du möchtest, Passwolf. Wir haben einen der Maraskaner verloren, aber dem bereits, als wir runtergetaucht sind. Ja, dann ruft vom Hinterdeck aus. Waren das alle? Alle Küsten an Bord. Dann gib den Segeln ein bisschen Leine, wir müssen hier weg. Aber wir... Nehmt die Kiste aus dem Boot. Da sollen wohl verschiedene Pergamente drin sein. Alles, was wir retten konnten. Das hat sich verdammt nochmal gelohnt. Abenteuer.